Hallo Leute, heute gucken wir das neue Brookhaven Update an. Dann würde ich sagen, let's go! Und zwar erstmal tippen wir uns zu einem Haus, zum Beispiel Haus Nummer 11. Dann holen wir uns das neue Haus. So. Ist ja ganz unten. Zack. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein, oder? Hä? Polizei? Du gehst. Ihr könnt nur rein, wenn ihr schon ein Like auf dem Video und ein Abo auf dem Kanal da gelassen hat. Und wenn nicht, dann lasse ich General Pudel wieder frei. Oh Gott, Leute, ihr habt gehört. Bitte lasst ganz schnell ein Like und ein Abo da. Ja, sieht aus, als hättest du wieder Glück gehabt. Deine Zuschauer haben anscheinend ein Like und ein Abo auf dem Kanal da gelassen. Dann muss ich leider wieder weggehen. Jo, war da nicht eigentlich immer gut? Egal. Also. Jedenfalls. Das ist das neue Haus. Wow, eigentlich voll nice. Und es gibt auch ein neues Item, habe ich gesehen. Und neue Props. Hol ich mir direkt mal die Props hier. Die Props. Hier, so. Und es gibt einen Wäschekorb. Einfach einen Wäschekorb. Sie hätten alles Mögliche reinmachen können und sie holen Wäschekorb. Das ist so cool. Also hier gibt es wieder ein Waschbecken. Wir gucken uns zuerst oben an. Weil einen Keller gab es noch nie in einem normalen Haus. Nur als Secret. Wow, was ist das denn? Eine Chill-Area für Kinder. Hier ist der Safe. Da sind Klamotten. Hier ist ein Spiegel. Hier ist nochmal so ein kleines Klo. Schminktisch für Frauen und Mädchen. Gehen wir hier erstmal runter. Warte mal. Wow, super Platz für den Spiegel. Gut. Und ich sage, oh, es gibt noch einen Garten. Das habe ich gar nicht gesehen. Hier, das sieht ganz schön aus. Mit so einer schönen Matratze. Warte mal, was ist das da? Mach mal das erste. Oh, als ob, man kann hier hinten den Hof ändern. Hä, wie cool. Und dann gibt's... Oh, Junge. Das ist ja mal nice. Das ist ein perfektes Familienhaus. Hier so. Das da, so ein Whirlpool mit Grill. Ja. Und das letzte war wahrscheinlich. Ja, das letzte ist das. Hä, wie cool. Aber bevor wir runtergehen, gucken wir uns noch die neuen Props an. Props meine ich. Hier so. Es gibt 6 neue Props. Nummer 1. Ein Wickeltisch. Kann man durchgehen. Dann so ein Kinderding. Okay, 2. 3. So ein. Für Mädchen, okay. Ach, so einen geilen Kinderstuhl, wie nice. 5, so ein Teppich. Warte, das war 1. 2, 3, 4, 5. Hä? Es gibt noch irgendwas anderes, warte mal. Egal. Auf jeden Fall. Oh Gott. Ist das perfekt? Und hier unten, ich kenne sogar schon ein Secret hier in dem Haus. Also, das ist jetzt kein Secret, aber hier kann man die... Ah, nee, den Wäschekorb kann man platzieren. Das ist das nächste Prop. Hä, wie cool. Okay, hier ist ein Ofen, wie immer. Höh, mit so einer weißen Flamme. Interessant, interessant. 2 Waschmaschinen. Warte, ich muss mal kurz die Wäsche reinmachen. Perfekt, Wäsche ist drin. Nein, Spaß.
So, jetzt waschen, waschen, waschen. Hier ein kleines Schlafzimmer, okay. Dann hier ein kleines Badezimmer, warte mal. Ah, schade. Dann und hier noch so ein kleines Schlafzimmer für Kinder. Okay, Leute, jetzt kommen wir zum Secret, ne? Hier müsst ihr einfach hinten. Und dann seid ihr hier in dem Untergrund von eurem Haus. Ist das nicht mal satisfying? Ja, das war das Secret eigentlich. Und natürlich gibt es noch am Spawn. Am Spawn. Oh Gott. Wir haben hinten am Spawn wieder dieses Teil. Wieder über Halloween-Dekoration, weil es ist bald Halloween. Hier wieder dieses Teil, um die ganzen Fahrzeuge zu suchen. Ich habe schon Medium und Easy und Extreme. Fehlt noch Hard und Insane bei mir. Ja. Also Leute. Aber dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Heute etwas kurz, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Dann würde ich sagen, tschüss.